Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios in einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind in Memphis, wollte ich schon sagen, in Fayum, in einem Militärlager und müssen da jetzt jemanden retten, also bleibt auf jeden Fall mal dran. Da lebt doch noch einer. Hey! Puh, die Waffe haut echt rein, aber die ist langsam. Ich habe ja alle soweit, glaube ich, umgebracht schon. So, da ist er. Bitte, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Warum brauchst du nicht mehr? Sind eh alle tot. Aber falls wir doch einen übersehen haben, lieber hier so ein bisschen. So. Kommst du denn jetzt auf einmal her? Hey. So. Nicht umbringen. Mal ablegen. So, okay. Okay, so hat's geklappt. Götter, hab Dank. Hat Tote Frist dich geschickt? Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Wirst du mir helfen? Hutefress reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt Söldner, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl. Okay, jetzt müssen wir mal Boot fahren. Um Krokodil Dundee hier zu finden. Aber da, guck mal, da liegt doch ein Schiffchen. Das ist doch schon mal nett. Das wartet doch nur auf uns. Hey. So, und jetzt Fullgas. Ich weiß nicht, warum da was markiert ist. Wartet mal. Das sieht immer schick aus mit dem Boot. Ungelogen. Pitophoris. Sorry. So, nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodorus. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du?
Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodoros übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Bayek, sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Das heißt leider wahrscheinlich auch, dass wir hier generell die Quests... Na doch, eigentlich könnten wir so schon machen. 25... Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Senhyris. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion der Dämonen. Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich... Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen... So, komm, ganze wir machen. Dorfbevölkerungen verschwinden im Senhyris. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion... Sag mal... Alles hier, ne? Seltenes Schild. 37. Das ist too much. Der Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich mir ansehen. Nein. 39, sag mal. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen. Wahrscheinlich auch noch zu stark, ne? Nee! Sie geht klar. Da können wir auch nicht schnell hinreisen, da müssen wir erstmal fahren. Wo ist mein Boot? Komm, gehen wir mal zur Insel. Sag mal, geht's dir noch gut? Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Pech gehabt. Ich wollte mir ein neues Boot holen, du überfährst nicht. Gibt's gar nicht. Ja, langsam werden die Missionen ein bisschen kritischer, ne? Aber wir sind ja auch relativ zügig durch hier. Also sprich, nicht viele Nebenaufgaben gemacht, ein paar habe ich so gemacht. Muss man ja auch immer noch mal bedenken. Da wäre der Schnellreisepunkt. Ja, komm, den holen wir uns, glaube ich, mal zuerst. Mal nur quer durch die gegnerische Flotte. Ich werde ihn uns durchlassen. Thank you.
Drachen hier sind sehr aufmerksam. Danke. So, einfach nach oben. Wie hoch? Nee, ich glaube nicht. Über Stock und Stein laufen wir hier den Berg hinein, hinauf. Da sind wir oben. Eine alte Ruine. So. Da können wir uns Eurofia, wie heißt es, Eurofia, angucken. Da haben wir so ein Sumpfgebiet in der Mitte. So, jetzt gehen wir mal zur Heilerin. Das sieht aus wie das Gebiet, was man in der Demo spielen konnte. Das erinnert mich da an den Turm. Noch nicht. Stromschnelle. Da sind so viele schöne Details hier in dem Spiel. Da ist die Heilerin. Brennende Leichen. Das ist... Hey, warum verbrennst du die Toten? Fürchtest du die Götter nicht? Ihre Seelen werden doch verflucht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Die Götter selbst haben uns die Pestilenz geschickt. Die Toten müssen verbrannt werden, um uns zu schützen. Welche Pestilenz? Gibt es eine Seuche? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ältere werden plötzlich krank. Kinder halten sich den Bauch vor Schmerzen und sterben, während ihre Eltern hilflos zusehen. Es ist fürchterlich. Das wäre selbst für den zornigsten Gott zu grausam. Niemand kümmert sich um uns. Wir freuen uns über jede Hilfe. Im Fayum sind die Armen keinen Pfifferling wert. So. Okay. Ja, hier ist es so quasi Slum von Fayum. Meine Kinder, ich weiß, ihr seid hungrig. Wendet euch an Sobek und er wird euch ernähren. Ein weiterer toter Bauer, dessen Familie nun das Land verliert. Früher waren sie in der Armküche auf dem Markt. Aber die Soldaten haben sie vertrieben. Die Händler sagten, sie wären schlecht fürs Geschäft. In diesen Gefäßen sind starke Gewürze. Das Essen ist ranzig. Es riecht wie Scheiße. Kein Mensch sollte das essen. Das ist nicht mal gut genug für Ratten, geschweige denn Menschen. Die Gewürze dienen nicht dem Geschmack. Sie überdecken nur den Gestank. Ich werde mit dem Koch reden müssen. Sobek hat einen Weg gefunden. Das Essen ist einfach, aber es sättigt. Ja, und das ist recht. Erzähl mir was über dein Essen. Wo kommt es her? Ein Händler stellt es für die Armen bereit. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wir sind dankbar. Du kannst es gern probieren. Bei den Göttern nein. Ich weiß nicht, wie du das runterkriegst. Ich will mit dem Händler reden. Wo finde ich ihn?
Sein Haus liegt südlich des Marktes. Ich führe dich hin. Okay. Dann lass uns den Händler aufsuchen. Ich folge dir. Der ist bestimmt schon tot. Möge Sobek dich für deine Hilfe belohnen. Na, wenigstens ist er flink bei Fuß. Es gibt viele florierende Höfe hier. Es scheint doch alles gut zu laufen. Warum gibt es so viel Arme? Ah ja, griechische Höfe. Sie zahlen niedrige Steuern, deshalb florieren sie. Und die ägyptischen Bauern werden nach und nach von ihrem Land verdrängt. Was geschieht mit dem Land, wenn die Bauern gehen? Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land holt sich die Wüste. Egal wie, die Ägypter müssen hungern. Viele enden in den Armenvierteln. Boah, ich hoffe, ihr hört das Gepiepe nicht. Der Akku ist echt tot. Ich habe aber schon einen neuen reingetan. Wir müssen hier aufräumen und alles wieder ans Laufen bringen. Keine Sorge. Ich werde nicht zulassen, dass sie diese Küche schließen. Wo läufst du denn lang, Mädel? Ach, nun, Miss Neo Gideon. Ah, hier, wir sind da. Perfekt. Das ist das Haus des Händlers, der uns zu essen gibt. Selbst die Katzen hier sind besser ernährt als die Armen. Das sieht nach Wohlstand aus. Es offenbar an nichts. Anscheinend sind nicht alle Ägypter gleich. Manche sind einfach gleicher als andere. Na, da kommen wir nicht runter. Das ist widerlich. Kein Wunder, dass Leute krank werden. Wer tut denn sowas? Höchste Zeit, diesen Giftmischer zur Rede zu stellen. Lass ihn seinen eigenen Fraß kosten. Kann ich dir helfen? Das ist mein Haus. Was willst du? Du könntest mir erklären, warum du die Armen vergiftest. Ich schätze, damit du ihr Land bekommst. Viel leichter, wenn sie tot sind. Du meinst sicher die Misere im Armenviertel. Was du auch gehört hast, ich versichere dir, es ist ein Missverständnis. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich habe deine Küche gesehen, Händler. Ich weiß, was du machst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich verstehe. Nun, das ändert die Sache. Du bist unerlaubt eingedrungen. Und ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Männer! Nicht mit mir. Wenn du vernünftig wärst, müsste das alles nicht sein. Wir könnten uns doch einigen. Die sind ja keine Herausforderung für mich. Da hat der nichts dabei. Dieser Händler des Todes vergiftete die Armen, um ihr Land zu bekommen. Die einzige Seuche hier war seine Geldgier. Das Fayum wird ihn nicht vermissen. Die Toten finden Ruhe. Keine Verbrennungen mehr. So, die Quest haben wir abgeschlossen. Krankheit. Sind damit natürlich jetzt hier auch schon im Land. Ich will aber mal zum Händler gehen. Noch schnell. Oh. Und zwar zu dem Schmied. Manchmal zicken die aber auch hier. So, da ist er. Mein Freund, kommst du zum Handel? Was hast du denn zu kaufen? Rohstoffe verkaufen. Plunder haben wir nicht, deswegen verkaufen wir mal hier so einen Schrott. Ist gut. Verkauft. Alles, was blau ist. Verkauft. So, aufrüsten. Ja, mein Akku ist tot. Wartet doch mal einen Zeitdruck ab. Uiuiuiui.
gut. Bringt natürlich gut Kohle, ne? Verkauft. Der ist angelegt. Ist gut. Reicht aber noch nicht, ne? Schade. Der würde auch nur 200 bringen. Ja, wäre ganz eng. Echte Schätze, den ganzen Weg aus Siva. Hast du Interesse? Die bringen nur 7 Gold, das ist halt traurig. Und die Sachen will ich eigentlich bei, obwohl das Ding, das ist auch Schrott, das brauche ich nicht. So. Greift zu, sie gehen schnell weg. Einzigartige und kostbare Schätze aus Siva. So, damit haben wir den nämlich voll hoch gepusht. Den jetzt nochmal schnell anlegen. Uiuiui, hier alles golden bestimmt. Ich bin legendär. Ja, die muss ich natürlich noch hochpushen hier. Da fehlen mir aber natürlich ein paar Sachen. Jetzt haben wir erst recht keine Kohle mehr. So, deswegen, mein Akku ist eh tot. Ich mach Feierabend. Danke fürs Zusehen. Tschüss!